Es ist Sommer, es ist warm draußen, das bedeutet, wir gehen wieder raus, wir gehen es auch mal abkühlen und auch vielleicht ein bisschen schwimmen. Und aus dem Grund gibt es heute einfach mal ein Video zum Thema Badehosen. Leute, Badehosen zu kategorisieren ist nicht gerade einfach, aber um da mal so ein bisschen Struktur reinzubringen, habe ich einfach mal die Badehosen in 5 verschiedene Kategorien kategorisiert und alle Badehosen, die ich hier heute in dem Video vorstelle und trage, findet ihr selbstverständlich auch unten in der Box. Falls ihr irgendwie noch eine neue Badehose braucht, schaut da auf jeden Fall mal rein. Kategorie Nummer 1 sind die einfachen Badehosen. Was meine ich mit einfachen Badehosen? Einfache Badeshorts, die in einer einfachen Farbe unifarben sind, ja, also wo kein großartiges Schnickschnack drumherum ist, sondern einfach eine schlichte, einfache Badeshorts. Sind relativ günstig, gibt es in vielen verschiedenen Farben und so eine sollte man eigentlich immer im Kleiderschrank haben. Die zweite Kategorie sind gemusterte Badehosen. Ja Leute, es gibt viele gemusterte Badehosen in jeglichen Kombinationen, auch die Farbwahl eures Regenbogens, da dürft ihr euch auswählen, was ihr wünscht. Da gibt es wirklich keine Grenzen, also gemusterte Badehosen gibt es genauso viel wie das Sand am Meer. Und Leute, traut euch was, ja, auch wenn es mit Mustern vielleicht erstmal am Anfang ein bisschen ungewohnt ist, ja, man kann sich da ruhig mal was trauen, gerade beim Thema Badehosen, ja, da hat man eh nicht viel an. Bevor man dann, sagen wir mal, so auf eine langweilige Badehose zurückgreift, ja, probiert doch ein bisschen was aus. Und außerdem kann man natürlich auch von verschiedenen Kategorien unterschiedliche Badehosen besitzen. Das ist natürlich auch kein Problem. Kommen wir zur dritten Kategorie, und zwar unterschiedliche Längen. Ja, Leute, es gibt unterschiedliche Längen von Badehosen. Ich nehme die Speedo, diese 3x-Badehosen jetzt einfach mal zur Seite, ja, die stelle ich auch in diesem Video gar nicht vor. Das ist jetzt nicht so meins, aber es gibt natürlich unterschiedliche Längen an Badehosen und das ist natürlich auch, wenn man zum Beispiel schwimmen will oder je nachdem, was für eine Aktivität man am Strand macht, ganz gut, wenn man einfach auch unterschiedliche Längen an Badehosen zur Verfügung hat. Machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, und zwar hochwertige Badehosen bzw. Markenbadehosen. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt eine hochwertige Badehose sein, nur weil es eine Marke ist, aber ich packe es einfach mal in diese Kategorie rein, denn solche Badehosen könnten möglicherweise auch als Shorts durchgehen. Heißt, wenn du zum Beispiel nach dem Beach dich noch irgendwo hinsetzen möchtest und einfach nochmal entspannen möchtest, dann kannst du dich einfach bei einem Drink auch mit dieser Badehose, sag ich mal, in ein Lokal reinsetzen. Heißt, ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, so eine hochwertige Badehose im Schrank zu haben, um anschließend nach dem Schwimmen vielleicht nochmal was zu unternehmen. Und die fünfte Kategorie sind Badehosen, die nicht aus Plastik sind. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine Badehose zu finden, die vom Stoff her nicht aus Plastik besteht. Warum sage ich das an dieser Stelle? Gerade wenn du zum Beispiel deinen letzten Badegang gemacht hast und anschließend trotzdem noch eine Badehose anhaben möchtest, dann ist es wirklich super angenehm, einfach einen Stoff auf seiner Haut zu haben, der nicht aus Plastik besteht. Und gerade dann auch, wenn man zum Beispiel noch feuchte Badehosen anhat und sich vielleicht irgendwie so auf den Plastikstuhl draufsetzt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das Hinterteil kann dann schon mal anfangen zu jucken und von daher würde ich euch immer vorschlagen, auf jeden Fall eine Badehose im Kleiderschrank zu haben, die wirklich nicht aus Plastik besteht. Schaut einfach hinten ins Kärtchen rein, aus was für einem Stoff die Badehose besteht und habt die auf jeden Fall safe an der Seite, falls ihr anschließend nach dem Baden einfach nochmal was anziehen möchtet. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch heute mit diesem Video einfach ein bisschen Inspiration liefern, was das Thema Badehosen angeht. Ja, ich weiß, es gibt natürlich auch zum Beispiel Markenbadeshorts, die gemustert sind. Heißt, man kann das halt schwierig genau unterteilen, aber ich hoffe, dass die heutige Kategorisierung so ein bisschen plausibel für euch war. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Badeshorts unten in der Box, falls ihr noch neue Badeshorts braucht für diesen Sommer. Schaut da gerne vorbei. Ich wünsche euch auf diesem Wege auf jeden Fall einen super schönen sonnigen Sommer mit schönen vielen Schwimmtagen. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.